Moin Leute, wir sind heute hier beim MST 6 Helden zum ersten Lauf des Hessen Cups bzw. zum ersten Rennen überhaupt dieses Jahr für mich, außer Dortmund natürlich. Ja, die Strecke sah gestern richtig gut aus. Das Wetter ist ein bisschen nass, aber ich denke, das ist ganz gut für die Strecke so. Naja, wir werden sehen. Auf in die Trainings. Viel Spaß. Das freie Training ist jetzt beendet. Es hat gerade noch ein bisschen was geregnet, aber jetzt scheint umso mehr wieder die Sonne. Die Strecke ist gut, von daher geht es jetzt ins Zeittraining. Viel Spaß! Heute ein Eberhard Ausrüstung. Schabachjacke, Vollzug und jetzt Platz 6 besser als ich erwartet hatte. Von daher ein Zeittraining simulieren hat in Waldorf wohl Früchte getragen. Nee, Platz 6 für das Rennen ist ordentlich. Sehen wir dann mal weiter. Erstmal Mittagspause, bisschen ausruhen und dann geht's in den ersten Lauf. Leute, kleines Update noch. Ich habe noch mal ein paar Handschalen hier dran gemacht, weil die Strecke ist doch ganz schön steinig. Ja, und mit Gegnern vor mir tut es vielleicht auch ganz schön weh.
Thank you.
geschafft. War am Anfang auch eigentlich echt gut. Ich war Sechster nach dem Start, habe mich dann auf Fünfter vorgefahren. Hab dann aber Mitte des Rennens mehr oder weniger meine Kraft verloren und habe auch ein paar Fehler gemacht. Ich musste dann ein bisschen meine Geschwindigkeit reduzieren, um halt nicht noch mehr Fehler zu machen. Wurde dann im Endeffekt Achter, was aber für das erste Rennen eigentlich noch ganz okay ist. Ja, schauen wir mal, wie es im zweiten Lauf läuft. Ja, auf dem zweiten Lauf, leider nieselt es jetzt gerade schon seit einiger Zeit ganz schön stark. Das heißt, die Strecke kann ganz schön rutschig werden, aber sind ja für alle dieselben Verhältnisse, von daher. Ist er jetzt an? Jetzt ist er an. Wenn du nochmal drauf drückst, dann geht sie wieder aus. Spuren gehabt. Bin dann zum Schluss endlich richtig gut zurechtgekommen auch noch. Die Kraft, ich musste zwar ein bisschen beißen, aber es war alles noch okay. Letztendlich bin ich dann in der letzten Runde noch auf Platz 6 vorgefahren. Von daher bin ich super zufrieden. Gut, alles klar, wer bis jetzt noch geschaut hat, vielen Dank. Like und Abo natürlich. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.